Ich habe den dritten Teil der Wellington-Saga zu Ende gelesen und dachte mir, da diese Reihe ja jetzt vorerst offiziell beendet ist, mache ich eine Reihenvorstellung für euch und zeige euch nochmal alle drei Teile zusammen und erkläre euch nochmal ein bisschen was zu den Büchern. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes erstmal vorweg, ich habe alle drei Bücher netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal an den Verlag an dieser Stelle, dass ich alle drei Bücher von euch bekommen habe. Ich habe mich riesig gefreut. Die Bücher sind an und für sich als Klappbroschüre erhaltbar und kosten neu 12,99 €. Und ja, ich habe mich riesig gefreut, dass der Verlag sie mir alle netterweise zur Verfügung gestellt hat. Ich würde sagen, wir starten ganz klassisch nochmal ganz kurz mit einer Zusammenfassung zum ersten und zweiten Teil. Ihr kennt die beiden Bücher ja bereits aus anderen Videos von mir, aber ich dachte mir, ich zeige sie euch halt nochmal ganz kurz mit. Und zwar der erste Teil der Wellington-Saga ist dieser hier, der Rosane Versuchung. In diesem Buch geht es um Georgia und Georgia ist Tierärztin. Und landet aufgrund ihres besten Freundes Bo in Wellington. Und in Wellington angekommen, kann die eher aus ärmlichen Verhältnissen stammende Georgia mit diesem ganzen Reichtum nicht wirklich was anfangen. Und sie fühlt sich in dieser Welt auch nicht wirklich wohl und trifft dann bei einem Polospiel auf den attraktiven Polospieler Alejandro del Campo. Und die beiden merken sofort, dass da irgendetwas ist zwischen ihnen. Und Alejandro hat ein Problem. Er braucht einen neuen Tierarzt und da kommt es wie gerufen, dass Georgia natürlich zufällig Tierärztin ist. Und so bittet er sie erstmal für die restliche Polo-Saison bei ihm zu bleiben und sich um die Tiere zu kümmern. Und Georgia, die aufgrund von Geldsorgen keine andere Wahl hat, nimmt den Job an. Und was dann zwischen den beiden alles passiert, das ist es, worum es im ersten Teil der Wellington-Saga geht. Ich muss sagen, dass mir der erste Teil wirklich gut gefallen hat. Ich mochte Georgia und ihre Bodenständigkeit. Ich mochte ihre ganze Art und Weise, dass sie sich hat von dem Reichtum nicht blenden lassen. Und ja, dass sie halt auch von Alejandro, trotz seines Geldes und seiner Macht, die er hat, sich nichts hat gefallen lassen. Und ich fand die beiden als Paar wirklich sehr, sehr süß und sehr, sehr gut. Ich konnte Alejandros Zweifel und Probleme gut verstehen. Ich konnte Georgia auch richtig gut verstehen. Ich fand zum Ende hin das Ganze ein bisschen zu Drama. Also das war mir dann ganz zum Ende nochmal ein bisschen zu viel. Also das war mir zu überdramatisiert zum Ende hin. Aber es war jetzt nicht schlimm, dass es für mich die ganze Geschichte irgendwie kaputt gemacht hätte. Also alles gut. Wie gesagt, mich persönlich hätte ein bisschen weniger Drama für gut gefunden. Aber ansonsten mochte ich den ersten Teil wirklich sehr. Ich fand den Schreibstil im ersten Teil auch wirklich gut. Ich mochte, dass die beiden Autoren mal ein bisschen andere Wörter auch benutzt haben und ein bisschen ein etwas gehobeneres Vokabular auch benutzt haben. Denn in der Welt der Reichen und Schönen ist natürlich immer alles ein bisschen überkandidelt, sage ich jetzt mal. Und man spricht dann halt nicht so Straßenslang. Und das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Und ja, der erste Teil hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte auch das Setting in Wellington. Ich konnte mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich konnte mir das Polospiel an für sich sehr, sehr gut vorstellen. Das wurde auch super erklärt. Ich konnte mir diese Welt der Reichen und Schönen auch richtig gut vorstellen. Und ja, der erste Teil hat mir wirklich gut gefallen und ich mochte ihn sehr. Und am Ende vom ersten Teil hat man natürlich schon gemerkt, dass es sich im zweiten Teil dann wohl um den Bruder von Alejandro drehen wird, um Sebastian. Und Sebastian ist ein Playboy, wie er im Buche steht. Er kriegt sein Leben nicht auf die Reihe, obwohl er ein absolutes Talent für das Polospielen hat, fährt er alles vor den Baum und ist unkonzentriert und steht quasi auch kurz davor, aus der Familienmannschaft geschmissen zu werden und kriegt sein Leben halt einfach nicht hin. Und man erfährt dann halt während der Geschichte, warum das so ist und was da für Hintergründe da dahinter stehen. Und dann konnte ich ihn, ich kann so ein Verhalten, dass man sich den ganzen Tag nur betrinkt, im Allgemeinen nicht nachvollziehen als normaler Mensch, denn auch ich habe Probleme in meinem Leben und sauf mir nicht die Hucke voll. Also ja, ich finde immer, Alkohol ist nicht unbedingt eine Lösung. Aber gut, er ist halt ein Playboy, wie er im Buche steht. Er trinkt halt gerne mal einen über den Durst und ja, genießt sein Leben in vollen Zügen, auch was die Frauen betrifft. Sebastian trifft dann eines Tages auf die Regisseurin Cat. Und Cat möchte eine Geschichte über die Großmutter von Sebastian Alejandro drehen und veröffentlichen, also einen Film darüber machen. Und ja, dadurch arbeiten die beiden dann zusammen und auch zwischen den beiden fliegen natürlich sofort die Funken. Und ob es Cat gelingen wird, den Playboy zu zähmen, das ist es, worum es im zweiten Teil schlussendlich geht. Und ich muss sagen, dass der zweite Teil für mich ein bisschen schwächer war wie der erste. Ich fand die Handlung an und für sich gut, aber ich fand stellenweise das Ganze war mir irgendwie, ich weiß nicht, das war mir irgendwie zu viel des Guten. Also das war irgendwie alles auch sehr wieder sehr, sehr drüber. Also nicht überdramatisiert, aber sondern halt die Situation man halt einfach drüber. Und vom Schreibstil her muss ich sagen, dass natürlich auch hier wieder der Schreibstil wie im ersten Teil etwas gehobener war vom Vokabular her. Aber hier waren auch einfach mal Wörter drin, die an manchen Stellen überhaupt keinen Sinn ergeben haben.
Ich weiß noch ganz genau, dass hier ein Orgasmus beschrieben wurde und ich dann erstmal gegoogelt habe nach diesen Wörtern, mit dem das beschrieben wurde, und dann festgestellt habe, dass diese Beschreibung dieses Orgasmus mit diesen Vokabeln überhaupt keinen Sinn macht, so wie sich die Protagonistin dann verhalten hat. Also wisst ihr, was ich meine? Das klingt jetzt total bescheuert, aber das ist jetzt das einzige Beispiel, was mir gerade noch einfällt. Wenn man schon Fremdwörter benutzt, sollten die auch Sinn ergeben an manchen Stellen. Denn ich bin ein Mensch, wenn ich Wörter nicht kenne, ich google die. Und wenn das dann keinen Sinn ergibt, dann ist das irgendwie nicht so cool. Und ja, das war dann noch bei zwei, drei anderen Stellen in dem Buch halt auch so, wo das nicht wirklich Sinn ergeben hat, dann im übertragenen Sinn. Und das Gleiche hatte ich im dritten Teil auch wieder an ein, zwei Stellen, dass das durch die Beschreibungen und durch das genutzte Vokabular und die Vokabeln in diesem Buch nicht wirklich Sinn gab, wenn man das dann sich mal bei Google angeschaut hat, was denn die Bedeutungen dieser Wörter sind. Und ja, das war so ein bisschen so, wo ich dachte, hätte man es lieber gelassen. Aber naja, gut, so ist das eben. Ich will jetzt nicht darauf rumhacken, denn es sind wirklich nur zwei, drei Stellen in diesem Buch gewesen und auch im dritten waren es nur ein, zwei Stellen. Also es ist jetzt nicht übermäßig viel, aber man stolpert halt darüber, wenn man das liest und wenn man sich die Wörter dann halt auch anguckt. Und ja, ansonsten, wie gesagt, der zweite Teil war gut, aber nicht so gut für mich wie der erste. Der hat es da wirklich am besten rausgerissen. Ansonsten war die Geschichte von Cat und Sebastian wirklich wieder richtig süß. Gerade diese Thematik mit diesem Film über die Großmutter war total toll, weil man lernt so die Großmutter so ein bisschen kennen auch, die halt schon verstorben ist. Man kriegt so ein Gefühl für diese Frau und man merkt halt, was für eine tolle Frau sie halt auch gewesen ist. Im dritten Teil geht es um Antonia und Antonia ist das uneheliche und verschollene Kind von Carlos del Campo, und Sebastian und Alejandro haben erst nach dessen Tod erfahren, dass sie eine Halbschwester haben, und Alejandro hat sich dann natürlich sofort auf den Weg gemacht, um sie zu finden und zu suchen, und hat sie natürlich auch gefunden in Deutschland, in Berlin. Und ja, ich sage nichts weiter über den Zustand von Antonia in diesem Moment, das müsst ihr dann schon selber lesen. Aber ich muss sagen, dass ich die Geschichte von Antonia richtig gut fand. Ich war auf Seite 100 und habe mir gedacht, was steckt dahinter? Ich kann es gerade nicht verstehen. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Aber so 20, 30 Seiten wurde das Ganze dann erklärt und ich habe mir gedacht, ich fühle so mit dir. Ich kann dich verstehen, denn ich war nicht in einer ähnlichen Situation, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich kann die Protagonistin einfach verstehen, weil ich dieses Gefühl kenne. Und ja, also deswegen habe ich total mit ihr gefühlt und ich war komplett bei der Protagonistin in diesem Buch. Ich erkläre euch aber erstmal ganz kurz, worum es eigentlich geht. Also wie gesagt, es geht um Antonia, und Antonia taucht dann, nachdem der Vater verstorben ist, halt bei den der Campus auf, und die Mutter von Sebastian und Alejandro ist natürlich nicht begeistert, denn sie sieht jetzt quasi die Affäre ihres Mannes immer wieder vor Augen und ja, muss jetzt mit Antonia leben und hat da nicht wirklich Bock drauf und tut sie halt auch von sich schieben und nimmt sie nicht wirklich in die Familie auf. Und dass obwohl Antonia eigentlich eine liebe, nette Frau ist und sie ist Hufschmiedin und arbeitet halt auch für die Del Campos, und sie ist jetzt inzwischen 8 Jahre bereits bei ihrer Familie, fühlt sich aber immer noch nicht so richtig angekommen und ja, ist auch heimlich verliebt, und zwar in den Patron von dem Stall von ihrer Familie, ne? Also dieses ganze Polo-Ding, das ist alles so ein bisschen kompliziert, aber es wird gut erklärt. Also Enzo ist quasi der Boss von dem Stall und passt halt auf die Pferde auf und trainiert die Pferde und bereitet sie halt vor und kümmert sich halt darum, dass die Stallburschen ihre Arbeit alle richtig machen, und ja, ist quasi so der Manager von dem Ganzen. Und ja, sie ist halt von Anfang an in Enzo so ein bisschen verliebt gewesen und fand ihn ganz, ganz toll, und die beiden sind auch richtig gute Freunde, aber da war halt nie mehr. Enzo merkt jetzt aber inzwischen auch, dass er sich von Antonia jetzt nicht mehr fernhalten kann, denn seine Gefühle für sie werden immer stärker, und so kommt es natürlich, wie es kommen muss, und die beiden verbringen eine verhängnisvolle Nacht miteinander. Und was dann danach noch alles passiert und was für Krisen die beiden überwinden müssen, um am Ende eventuell eine Chance zu haben, das ist es natürlich, worum es in diesem Buch geht. Und wie gesagt, ich fand die Krisen, die die beiden überwinden müssen, echt richtig krass. Ich, wie gesagt, hatte auf Seite 100 so Probleme mit Antonia und konnte das nicht verstehen, weil es halt einfach nicht erklärt wurde mit den Hintergründen, wieso, weshalb, warum. Aber wie gesagt, dann 30 Seiten weiter, wo die Erklärung kam, da ich dachte mir, ich fühle mit dir, ich kann es verstehen, ich kann dich so gut verstehen, ich verstehe, warum du so fühlst, ich
weiß, dass es mir in dieser Situation genauso gehen würde, weil, wie gesagt, ich habe das in einer gewissen Art und Weise auch schon mal so durchlebt. Jetzt nicht so wie sie, sondern auf eine ganz andere Art und Weise, aber so vom Grundaufbau her war es das Gleiche. Und ja, ich konnte sie einfach so gut verstehen und dadurch hat sie natürlich mein Herz absolut berührt. Und ich fand auch den Verlauf und das Ende der Geschichte eigentlich ganz gut. Ich muss nur sagen, zum Ende hin war wieder zu viel Drama. Absolut zu viel Drama und diese eine Sache am Ende war absolut unglaubwürdig und da habe ich mir gedacht, nee, das nehme ich euch jetzt nicht ab, sorry, aber das ist mir jetzt irgendwie zu viel. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was ich meine, dann lest einfach das Buch. Und ich kann nur sagen, Setting war wieder richtig gut, spielt natürlich wieder in Wellington, aber auch in New York und in Long Island, wo die Familie halt auch noch Anwesen besitzen. Ich fand den dritten Teil der Wellington Saga einfach wieder richtig gut. Ich würde den dritten Teil für mich so zwischen dem ersten und zweiten einordnen. War nicht ganz so gut wie der erste, denn der erste war einfach... Ich weiß nicht. Der erste war einfach der beste Teil für mich, dann kommt der dritte und dann kommt der zweite, obwohl die alle wirklich sehr dicht beieinander stehen. Ich mochte alle drei Teile wirklich sehr, denn wie gesagt, es war einfach mal eine Reihe, die mal ein bisschen was anderes war. Einfach durch ihr Reich- und Schön-Feeling, sag ich mal, was man hier noch hat beim Lesen. Und halt dieses Polospiel, was halt auch nicht so ein alltägliches, was halt auch nicht so eine alltägliche Sportart ist, die in Büchern drin vorkommt. Und ja, ich mochte die Wellington-Saga, alle drei Teile wirklich gern. Und wenn ihr mal Lust auf eine erotische Liebesgeschichte habt, mit einem anderen Ansatz und einem anderen Vokabular, dann solltet ihr euch die Wellington-Saga auf jeden Fall mal mit angucken. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen und es hat Spaß gemacht, die Bücher zu lesen. Und wie gesagt, ich bin gespannt, ob es einen vierten Teil geben wird. Das war meine Reihenvorstellung zur Wellington-Saga. Und wie immer, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.